Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Let's Play RimWorld. Es wurde sich ja gewünscht, dass wir auf einer etwas wärmeren Karte spielen. In der letzten Staffel hatten wir ja teilweise bis zu minus 80 Grad und ja, deswegen kümmern wir uns jetzt mal darum. Erstelle Planet und wir nehmen einen zufälligen Seed, würde ich denken. Maximale Kartengröße, das sollte passen. Wir generieren das Ding und das sollte dann soweit klar gehen. Speichern wir erstmal, dann auf eine neue Kolonie natürlich. Cassandra Classic wählen wir aus und den Basisbau. So, da wählen wir natürlich die Karte hier. Und dann schauen wir mal, wohin es uns verschlagen wird. So, wir wollen ja wie gesagt nicht ganz so kalt spielen diesmal. Sondern es soll so mittlere Temperatur sein. Man könnte ja trotzdem so ein bisschen Tundra-mäßig das anlegen. Da hätte man zumindest im Winter noch minus 13 Grad. Das ist eigentlich in Ordnung. Im Sommer bis zu 14 Grad ist jetzt nicht ganz so prall. Ja, ein bisschen wärmer könnte es schon sein, also im Sommer zumindest. Wie sieht es hier aus? Jetzt auch gern die Anbausaison ein bisschen länger. Wenn es geht von April bis September, das wäre optimal eigentlich. Haben wir da irgendwie was? Warte mal, lass mal hier drüben gucken, wie es hier aussieht. Mai bis August, April bis September. Gut, dann könnten wir dort zocken. Hier ist wieder nur Mai bis August. So, wie sieht es denn hier aus? Minus 2,8 im Winter und 21,7 im Sommer. Es ist mir schon fast zu warm eigentlich. Oder, ja, nicht kalt genug im Winter. Gibt es Karten? Warte mal, wo? Hier auf der Insel vielleicht? Wie sieht es denn da aus? Lass mal dort schauen. Minus 3,8. Ja gut, das ist dann so ein Mittelmaß. Ich denke mal, mit einem vulkanischen Winter zusammen und so weiter würde das schon passen. Wir haben hier grundsätzlich erstmal Schiefer und Marmor. Das ist jetzt nicht ganz so meins. Ich hätte gern mal wieder Granit eigentlich. Dann lassen wir mal hier uns ordentlich umschauen, weil das ist natürlich schon entscheidend. Guck mal, hier haben wir Sandstein, Marmor und Granit. April bis September, das passt auch. Aber der Winter ist ziemlich warm, bei bis zu einem Grad. Tja, ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen nach oben uns bewegen, dann würde es gehen, genau. Dann verlieren wir allerdings den Granit, das ist natürlich ungünstig. Den hätte ich halt schon gern dabei. Hier ist sogar von März bis Oktober, das ist ganz schön lange Anbausaison. Würde allerdings natürlich im Zweifelsfall auch nicht schaden. Also, es geht ja auch zum Teil darum, die Mods vorzustellen. Sandstein, ja, es war auch Granit dabei, aber auch März bis Oktober. Kann mich gerade noch nicht so richtig entscheiden. Hier April bis September. Minus 5,6, 19,4 und Schiefer und Marmor natürlich. Da fehlt wieder dann das Granit. Mensch, das muss doch möglich sein, beides zu bekommen. Granit und ordentliche Temperaturen. Oh, guck mal, hier sieht es gut aus. Gemäßigter Wald. Große Hügel. Jawohl, das ist in Ordnung. April bis September und Granit und Kalkstein. Ich glaube, dann nehmen wir die Karte. Das sollte machbar sein. Durchschnittliche Temperatur 10,4 Grad. Das ist natürlich ebenfalls in Ordnung. So, da gehen wir auf Erweitert. Wählen die große Karte natürlich. Wähle zufälliger Landeplatz natürlich nicht. So, und dann suchen wir uns erstmal die Leute zusammen. Und ich würde sagen, das mache ich wieder im Schnelldurchlauf und zeige euch das natürlich im Nachhinein. Also bis gleich, ne? So, Leute, das hätten wir zusammengestellt. Und da ist zum einen die Penny mit dabei, die Landwirtschaft und kochen kann, also so wie unsere alten Staffel. Sie hat es irgendwie geschafft, auf den neuen Planeten zu kommen und ja, kann auch ein bisschen schießen diesmal. Der Timmy ist wieder mit dabei, er ist im Handwerk gut und ja, Medizin auch besonders interessiert und ist leider Nudist, aber dafür hat er halt die guten Werte gehabt, naja, egal. So, und Sarah aus der ja, vorletzten Staffel ist auch wieder mit am Start. Sie ist vor allem begeistert in der Forschung, Handwerk, kreativ, Nahkampf und Schießen natürlich und für die Tiere interessiert sie sich auch ein bisschen. Also das sollte soweit passen. Und sie ist noch dazu Prothesen begeistert, also wunderbar. So, dann schauen wir mal, wohin es uns verschlagen wird. Jawohl, und da gehen wir natürlich wieder ganz sachte nach unten oder wir legen einfach mal eine Bruchlandung hin. So, jetzt lass uns erstmal umschauen, wo wir hier gelandet sind. Bergmäßig haben wir diesmal nicht ganz so viel, dafür haben wir umso mehr Platz, uns ja, landwirtschaftlich auszutoben. Das ist natürlich auch mal ganz nett. Und da werden wir mal schauen, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Wo gehen wir nochmal genau runter? Ich glaube hier so in der Gegend, oder? Ich sehe uns nicht.
So, ja, genau, da gehen wir runter, wunderbar. Und da werden wir schon mal hier die Aufträge erteilen, dass das natürlich eingesammelt werden kann. Das ebenso, das Silber, das nehmen wir mit. Holz, haben wir, glaube ich, schon ausgewählt, genau. Stahl können wir auf jeden Fall auch einsammeln lassen. Das wäre nicht das Verkehrteste. Jawohl, da haben wir schon mal das Wichtigste soweit ausgewählt. Jawohl. Und da werden wir die Medizin noch einsammeln lassen, die Nahrungsrationen, die Messerchen und die Waffen generell, natürlich. Alter, wie sieht Penny denn aus? Penny hat einen neuen modischen Haarschmuck oder Frisur sich ausgesucht, okay. Naja, muss sie durch. Wohl, das lassen wir erstmal so. So, was wir erstmal machen werden, wir gucken, wer schießen kann. Sarah ist, glaube ich, besonders gut. Das heißt, Sarah wird das Überlebensgewehr bekommen. Penny wird dafür die Pistole bekommen. Und Timmy müsste ja eigentlich auch eine Waffe bekommen. Aber er kriegt nur das Messer. Also von daher, naja, wird schon passen. So, rüste das erstmal soweit aus. Sehr schön. Und dann müssen wir uns natürlich gleich Gedanken machen, wo wir uns jetzt hier niederlassen wollen. Guck mal, hier wäre natürlich ideal. Da könnte man auf jeden Fall hier schön bauen. Hier wäre natürlich auch nicht so schlecht, weil da hätte man gleich eine Struktur. Die Frage ist, was steckt dahinter? Ja, müssen wir mal schauen. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal uns ein kleines Häuschen. Werden wir mal diesmal aus Holz machen. Das geht natürlich in der Karte, denke ich mal, besonders flott. Das sollte ja gar kein Problem sein. Und ich denke mal, wir bauen das Haus vielleicht auch direkt hier vorne mal mit dran. Mich stört der Sumpf hier ein bisschen, weil dort können wir dann langfristig nichts bauen. Den müssen wir dann sozusagen umschiffen. Oder wir fangen erstmal hier unten an und bauen uns dann nach hier oben oder so. Ich weiß es noch nicht. Also wir bauen, glaube ich, immer erstmal hier unten, dass wir hier mal eine kleine Struktur hinstellen. So, dann lass das mal angehen, das ganze Thema. Guck mal, da bauen wir uns hier an die Seite des Berges mit ran. Das sollte ja passen. Und da wählen wir erstmal 11 Felder, 10 Felder. Dann machen wir mal 10 Felder. Dann so nach unten. Und dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine entsprechende Zugangstür, die wir hier reinsetzen. Das machen wir mal erstmal auf diese Art und Weise. Jawohl, und dann könnt ihr das schon mal anfangen zu bauen eigentlich. Zone Gebiet werden wir noch ausweisen, Lagerzone, dass die, wenn wir sie gleich mit rein verlegen, wäre natürlich eine gute Maßnahme. Oder wir bauen sie außen entlang. Ich glaube, wir bauen sie außen entlang, die Lagerzone. So, das wäre das normale Lager erstmal. So, hier hätten wir auch dann gleich einen Geysir, das ist natürlich ganz nett. Von der Arbeitszuteilung muss man mal schauen, dass jetzt hier im Idealfall natürlich alle Bauarbeiter machen. Also sagt, wir lösen das Ganze gleich so, dass wir das auf diese Art und Weise machen. Patient soll jeder machen, Schalter soll jeder bedienen, Mechaniker soll jeder machen im Notfall. Aufseher wird, okay, das kann eigentlich nur Timmy fast machen, genau. Und Arzt wird auch erstmal nur Timmy sein. So, der Rest, das wird sich dann ergeben im Laufe der Zeit. Bauarbeiter könnte man, glaube ich, schon mal definitiv festlegen. Das wird auch der Timmy machen. Genau. Und Bergarbeiter wird er auch in erster Linie spielen. So, wie sieht es bei Penny aus? Penny ist, glaube ich, mehr für die Landwirtschaft dann zuständig. Genau, die können wir eigentlich auch gleich damit beauftragen. Das heißt, wir werden schon mal eine Anbauzone festlegen. Wir brauchen in erster Linie natürlich erstmal Nahrungsmittel. Das ist das Wichtigste. So, das heißt, wir switchen das schon mal so auf diese Größe erstmal. Oder noch ein bisschen größer. Ja, machen wir es mal so groß. So, dann kann sie sich nämlich schon mal, was das angeht, ein bisschen austoben. Muss nochmal kurz schauen. Landwirt, genau. Den Rest würde sie auf 2 kriegen. Genauso wie Bergarbeiter. Das würde auch noch in Ordnung sein. Und den Rest, das lassen wir erstmal so. So, die Sarah kann natürlich mitbauen. Das ist klar, das wird sie auch machen. Könnte allerdings natürlich auch Jäger schon mal auf 1 bekommen, weil wenn wir sie dann irgendwann mal losschicken, dann ist sie dafür, glaube ich, ganz gut geeignet. Sie hat auch das Überlebensgewehr, genau. Gut. So, da hätten wir schon mal das soweit fertig. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Betten. Das heißt, die werden wir auch schon mal hinstellen und zwar auch aus Holz. So, lass dich mal entsprechend drehen und dann hier 1, 2, 3 Betten erstmal hin. Hier hätten wir dann auch gleich ein bisschen Stahl, das ist natürlich auch ganz nett. Jawohl, und dann sind wir, glaube ich, für die Nacht schon mal so weit gerüstet. Ja, das sollte passen. Temperaturmäßig haben wir natürlich keine Probleme gerade. Und ich glaube, unser Haustier ist ein Affe, wenn ich das richtig sehe, oder?
Genau, unser Haustier ist ein Affe. Ich glaube, den können wir aber nicht zum Tragen, ja, überreden. Dann würde ich fast sagen, schlachten wir ihn. Es tut mir zwar leid, aber naja. Aber wir können es probieren, dass wir ihn Nahrungsmittel durchkriegen, aber ich sehe es oder ich denke, dass es schwierig sein wird. So, ein Betten haben wir auf jeden Fall erstmal. So, dann brauchen wir auf jeden Fall eine ordentliche Lagerzone. Das heißt, wir werden hier schon mal die nächste Struktur in Angriff nehmen. Und ja, wie weit können wir denn hier rüber gehen, ohne dass wir hier mit in die Quere kommen? Ich glaube, bis dahin, oder? Dann könnten wir es. Na, das macht sich gerade ungünstig. Der hätte ein bisschen weiter oben sein müssen, dieser Geysir. Andererseits können wir das natürlich folgendermaßen machen. Warte mal, wir brechen das nochmal ab. Und setzen die Wand mal dementsprechend hier unten hin. Das sollte dann passen vom Abstand her. Das machen wir mal auf, ich weiß gar nicht, 22 Felder. Ja, machen wir erstmal 22 Felder. So, kriegen wir schon hin. Und dann haben wir hier eins, mal gucken, ob das schon passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und ich glaube, hier müssten wir das dann reinstellen. Als Stütze. Oder schon hier. Warte mal, das sind dann nur. Ne, das sind dann schon acht Felder, okay. Also müsste es hier reinkommen, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Hier sind es acht, genau. Und hier sind es. Na komm, hier sind es auch acht. Okay, das heißt, wir bauen das hier mal ab. Dann stellen wir dort den ersten Stützbalken. So, okay. Müssen wir mal gucken, dass wir das ordentlich hinbekommen. Jawohl, wunderbar. Und Timmy mit seiner atemberaubenden Geschwindigkeit baut den Berg dort ab. Ist der Hammer. So, jetzt stellen wir dort auf jeden Fall den Stützbalken rein. Das sollte dann passen. Und dann wird das hier unsere Lagerzone werden. Wir bräuchten dann noch dementsprechend einen Zugang. Das kriegen wir aber auch hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann müsste hier der nächste Balken hin. Dann lass das auch schon mal mit abbauen. So. Dann hätten wir da nämlich auf der Seite, lass mal schauen, Holztür, müsste die genau mittig rankommen, genau. So, kriegen wir hin. Und dann bitte dort die Holztür hin. Jawohl. So, das kann im Gegenzug abgerissen werden, das brauchen wir nicht. Weg damit. Und das andere kann bergtechnisch natürlich auch schon mal abgebaut werden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig. So, das kann weg und das kann eigentlich auch alles weg schon mal. Jawohl. So, das hätten wir. Ja, Penny kümmert sich um den Anbau. Ach ja, wir haben die Arbeitszeit noch nicht festgelegt, deswegen machen die jetzt gerade noch so wild. Ja, wenn sie halt Bock haben. Das sollten wir noch verändern. Und zwar 2 Stunden Freizeit am Morgen und 2 Stunden Freizeit am Abend. Das bitte kopieren und einfügen. Jawohl. So, das hätten wir. Gut, und dann sollten die ordentlich loslegen jetzt. Genau. Das Kartoffelfeld wird langsam, das ist in Ordnung. Wir haben allerdings halt schon Mai. Ja, ich hoffe, für die Kartoffelernte wird es noch reichen, dass wir zumindest ein bisschen Nahrung halt am Start haben. So, das wird auch alles gemacht. Das passt schon mal soweit. Hier wird dann langfristig der Gang entstehen. Dann könnten wir hier schon mal Schlafzimmer einrichten und so weiter und so fort. Na, das kriegen wir schon alles hin, nach und nach. Gut. Also wir brauchen eigentlich mehr Arbeitskräfte. Ich hoffe, es kommt demnächst noch ein Siedler zu uns, dass der nochmal mit anpacken kann. Wir brauchen auch einen Forschungstisch, dass wir auch damit schon mal beginnen können. Das wäre auch noch ganz wichtig. Wo kriegen wir den denn her? Ich glaube, bei Produktion war der dabei, oder? Genau. So, wollen wir den aus Stahl oder aus Holz machen? Ich glaube, aus Holz ist sinnvoller, oder? Wir setzen den erstmal nur ganz provisorisch hier hin, dass wir ihn erstmal haben. Das sollte in Ordnung sein und. Ja, wie gesagt, das muss dann auch noch gebaut werden. Das kriegen wir aber allerdings hoffentlich heute fertig. Also es dauert natürlich hier bei der ersten Anbausaison erstmal am längsten, glaube ich, die Bäume hier alle zu entfernen. Aber das wird auch schon werden. So, Labortisch wird gebaut, wunderbar. Dann wäre es cool, wenn ihr jetzt hier noch weitermachen würdet. Timmy, das wäre eigentlich am coolsten, wenn du genau dieses Feld hier abbaust. Dann können wir dort nämlich den Stützbalken schon mal mit hinsetzen. Das wäre ganz nett, aber Timmy ist so wahnsinnig schnell im Bergbau. Das ist fast schon berauschend. Wobei er trotzdem einen Skill hat. Also er levelt schon, aber er braucht halt ewig. Wir sollten die pneumatischen Spitzhacken erforschen. Das machen wir mal gleich als erstes. Wo haben wir sie denn? Lass mal schauen. Da.
bitte einmal erforschen, das Ganze. Wer würde das denn jetzt machen müssen? Wer ist denn gut da drin? Eigentlich die Sarah, oder? Ja, die Sarah ist gut im Forschen. Dann wird sie das mal machen. Und Timmy muss sich darum kümmern, dass das hier wird. So, lass mal wieder gucken, dass wir die Struktur jetzt, wie gesagt, schon mal dorthin kriegen. Wir brauchen 5 Felder Abstand. Genau, das heißt, hier müssen wir es dann reinsetzen eigentlich. Aber da ist Timmy dran. So, mach mal hin, Junge. Ich will hier den Stützbalken setzen. Jawohl, wunderbar. Und dann passt das schon mal. Dann können wir das Ding jetzt hier fast schon mal komplett machen. Warte mal, da brauchen wir hier 8 Felder. Das ist, glaube ich, eins mehr gerade, als wir dort schon haben. Das heißt, wir müssen noch 2 weiterbauen. Ja, wir müssen noch 2 weiterbauen. Und dann hier nach unten, oder? Das sollte passen. So, na denn. Gucken wir mal. Dann haben wir hier nämlich ein richtig großes, fettes Lager, was wir gleich dorthin setzen können. Genauso wie wir dann hier die Stützbalken natürlich nach 5 Feldern nochmal mitsetzen müssen. Das heißt, hier unten musste dann das Teil hin. Jawohl. Und dann bitte dasselbe erstmal bis hier runter. Und 8 Felder lang. Und hier müsste dann die Wand sein. Okay. Das passt ja perfekt hier hin. So, dann macht das mal. Bis dahin. Und was wir auch schon machen, die Holztür. Ja, wie nennen wir denn unsere Siedlung? Planeton, das ist, so hieß doch unsere alte Siedlung. Wir nennen es mal wieder Morrel Stadt. Diesmal Morrel Stadt. So, hätten wir. Und dann bitte hier noch die entsprechende Tür auf halber Höhe rein. 1, 2, 3 müsste hier so sein. Bitte einmal nach drüben. Jawohl. Und dann dort die Tür rein. So, und das wird unser kleines Lager. Wenn wir das dicht haben, ist das natürlich schon mal ganz nett, weil dann verrotten uns die ganzen Gegenstände natürlich nicht. Und dann brauchen wir als nächstes noch die Küche. Aber wir bauen hier halt gleich im großen Stil. Also wenn wir gleich das hier anfangen, dann machen wir es gleich ordentlich. Gut, Sarah ist am Forschen, das ist wunderbar. Das heißt, wir haben bald diese pneumatischen Spitzhacken. Und dann geht es natürlich etwas schneller hier vom Bergbau. Das ist schon mal ganz nett. Okay, das passt. Dann nur noch hier unten die Wand. Dann sind wir, was das angeht, schon mal fast durch. Dann muss nur der Berg hier noch weg. Das kriegen wir dann aber im Laufe der Zeit hin. Das ist nicht das Problem. So, eine Besuchergruppe ist da. Das ist nett. Wir können das Lager natürlich auch schon mal ausweisen. Dass wir das hier etwas erweitern natürlich. Sagen wir mal bis dort unten. Jawohl, das sollte passen. Und damit ist das ganze Ding jetzt auch schon überdacht. Wunderbar. So, ein Tierschlafplatz für unseren kleinen Affen sollten wir auch noch mit dazu nehmen. Das kriegen wir aber auch hin. Dann machen wir erstmal so einen provisorischen hierher. Jawohl. Gut. Na so, da haben wir schon mal das Wichtigste fast erledigt. Jetzt brauchen wir noch eine Küche. Und auch eine, ja, Kühlkammer natürlich. Dementsprechend genauso. Die Frage ist, wo werden wir die hinmachen? Eigentlich könnten wir sie hier mit hinmachen, wo gerade der Schlafbereich so ist. Weil das ein bisschen klein vom Platz her wäre. Also bräuchten schon ein bisschen mehr Platz dafür. Wir können sie natürlich hier so um die Ecke bauen. Das wäre auch noch eine Idee. Da müssen wir allerdings das Feld gleich wieder einschneiden. Aber das macht nichts. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Oder wir bauen halt, warte mal, wenn wir hier die Küche hinbauen würden. Ja, das kriegen wir hin. Warte mal, wir bauen dort die Küche hin. Strukturen, Holzwand. Und zwar, wir brauchen 4 Felder, das ist dann bis dahin. Dann wäre hier, glaube ich, die Tür. Seien wir mal es noch ins Großzügiger. Dann wäre hier die Tür. Dann wäre hier der Schrank. Genau, okay. Das sollte passen. Dann müssten wir nochmal, wie viel waren das jetzt? 5 Felder, okay. Brauchen wir hier auch nochmal 5 Felder. Jawohl. Und dann müsste hier die Wand entlang. Das wäre dann die reine Küche. Ist ein bisschen überdimensioniert, aber passt dann schon. Gut, das wäre erstmal der Flur, den könnte man eigentlich auch schon mal so weit ausweisen. Wir können theoretisch, ein bisschen Holz hätten wir glaube ich auch noch, oder? Genau, wir können theoretisch auch provisorisch erstmal einen Holzfußboden reinlegen. Das ist erstmal besser als nichts natürlich. So, lass das mal machen, bis dahin und vielleicht hier auch schon mal. Und ja, wenn es geht, machen wir es hier auch erstmal komplett mit Holzfußboden. Das können wir ja später wieder umgestalten, das macht ja nichts. Es geht erstmal nur darum, dass man hier eine schön saubere Umgebung erschaffen können.
Denn solange da Dreck oder Sandboden drin liegt, wird das nicht als sauber gewertet vom Spiel. So, ein verrücktes Tier greift uns an. Warte mal, und Forschung ist abgeschlossen. So, dann machen wir erstmal die Steinhauerei als nächstes. Das würde 300 Punkte kosten. Das ist natürlich schon mal die nächste Maßnahme, jawohl. Und verrücktes Tier, lass gucken, wo kommst du her? Ein Häschen, okay. Warte mal, wo sind wir denn im Vergleich zu dir? Ich glaube, der greift Lilith an, oder? Ich glaube, da sind wir schon fein raus damit. Mal sehen, ob er es noch schafft. Jawohl. So, die arme Lilith wird überfallen vom Hasen. Mal sehen, wer gewinnt. Jawohl, okay. Lilith hat gewonnen und ist, glaube ich, aber am Durchdrehen, oder? Oder nee, sie ist nur verletzt. Also nicht am Durchdrehen, wunderbar. So, wo sind wir denn? Ich sehe uns gar nicht. Ach, da unten. Gut. So, wir brauchen auf jeden Fall dann noch Strom und... Ja, darum sollten wir uns fast als nächstes kümmern. Wir müssen Stromkabel verlegen natürlich. Das ist der eine wichtige Punkt. Das machen wir schon mal. Dass wir in die bestehende Wände schon mal die Kabel reinhauen. So, einmal komplett rum bitte. Und bis dahin, jawohl. So, das Ganze dann hier auch nochmal. Gut. So, dann brauchen wir dementsprechend Solaranlagen. Da könnten wir hier auf jeden Fall eine mit hinsetzen und dort... Und wir brauchen vorübergehend erstmal hier ein, zwei Batterien. So, die setzen wir dorthin. Wunderbar. Die Biber ignorieren wir erstmal. Wir gucken aber erst vielleicht auch mal, wie viel es sind. Falls wir es jetzt noch sehen. Wo sind sie denn? Ach, hier. Alter, sind das viele Biber. Ja, die werden uns doch hier schon ein bisschen was kahl fressen. Man könnte die natürlich jetzt auch jagen, aber das ist dann... Ja, ich finde es ganz schön heftig eigentlich. So viele jagen zu müssen. Da sollen sie lieber die Bäume abfressen. Das ist mir auch gleich. Wir können ja notfalls selber Bäume anpflanzen und so weiter. Darauf sind wir dann langfristig gar nicht angewiesen. So. Der Boden wird schön verlegt. Wunderbar. Und sobald wir dann natürlich das dann alles hier getan haben und auch Strom haben, können wir natürlich dann auch ein bisschen Lampen reinsetzen. So, wir könnten jemandem Sicherheit bieten. Ja, wir schauen uns den einfach mal mit an. Vektor wäre das. Lass mal schauen. Sozial Level 13 ist natürlich ganz nett für die Gespräche und einen guten Skill dafür. Für die Funkgespräche. Junge, was machst du? Der geht spazieren. Wie wär's, wenn du nach Hause kommst? So. Sonst wirst du gleich gefangen, nämlich. Das wäre natürlich uncool. Ansonsten, ja, er könnte ein bisschen schießen. Verweigert einfache Arbeit und löschen. Okay, das ist nicht so seins. Gut, wir müssen erstmal gucken, was uns jetzt hier erwartet, wer da hinterherkommen wird. Okay, ist nur einer, wunderbar. Den sollten wir schaffen, das sollte jetzt nicht das Problem sein. So, hier haben wir noch Haufen Essen rumliegen, das ist natürlich noch eine ganz nette Sache. Hier auch nochmal ein bisschen was, oh, das sieht gut aus. So. Aber gut, der Junge kommt erstmal nach Hause. So, lass ich nochmal auswählen, Vektor. Und dann können wir dich ja schon mal nebenbei mit einteilen. Du wirst natürlich Patient spielen, wenn es sein muss. Und Mechaniker wirst du auch sein, wenn es sein muss. Ansonsten könnte man dich trotzdem vielleicht in den... Ja, okay, Bauarbeiter willst du ungern machen. Bergbau ebenfalls ungern. Aber trotzdem, du wirst da mal mit reingehen. Vorübergehend zumindest. So. Jupp, der Junge ist erstmal da, wunderbar. Dann mach wieder, was du für richtig hältst. Und die anderen müssen wir dann mal an die Front schicken. Die Penny wird mitkommen und die Sarah, genau. Wie weit ist der noch weg? Okay, der ist noch auf dem Weg. So, kriegen wir hin. Jetzt sollten wir die vielleicht schon mal rausschicken. Komm mal mit hier und dann versteck dich mal dort. Und Sarah, du wirst auch mal mitkommen. Du wirst dich mal dort verstecken. So, dann gucken wir mal, dass wir die schön oder den schön platt machen können. Sollte aber nicht das Problem sein. So, ich überlege, ob wir dich noch woanders hinstellen. Stelle ich mal dahin. Einfach aufs offene Feld. Das ist sowieso nur ein Köln-Schwinger. Jawohl. So, das hätten wir schon mal. Da könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Das sammeln wir ein. Genauso, na, die Leiche, ja, müsste eigentlich dann auch begraben werden. So, das Essen nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Trage das mal. So, wunderbar. Antiker Schrein. Lass mal gucken, welchen meinst du? Ernsthaft? Das ist natürlich uncool. Hm. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, da steckt keine Sense drin. Das wäre natürlich wirklich uncool, weil wir wollen ja hier schließlich bauen. Ja, müssen wir mal schauen. So, Forschung abgeschlossen. Steinhauerei. Na wunderbar, dann hätten wir das auch schon. Und wir können
Auf jeden Fall als nächstes, das wäre noch ganz wichtig. Wo haben wir es denn? Hier, Kühlung, automatisches Gewehr 2000. Dauert ein bisschen, aber ist notwendig, ist wichtig. Gut, ansonsten, die sind am Abbauen, wunderbar. Wanderer bleibt. Ui, natürlich sehr nett. Der Mo bleibt. Okay, Mo. Wie bist du aufgestellt charakterlich? Medizin? Okay, ganz nett. Ansonsten kreativ, Handwerk, auch nicht schlecht. Bergbau, Konstruktion, nicht so interessiert. Das ist natürlich uncool. Ah, das ist natürlich sehr uncool, weil das ist natürlich das, was wir am Anfang gerade brauchen. Der Rest ist ja nicht ganz so entscheidend. Wir könnten den in Handwerk reinstecken, das halt die Steine verarbeitet. Ja, da müssten wir ihn aber gleich erstmal so einen Lagerraum bauen, wo er das dann auch machen kann. Ja, wo soll er das denn machen am besten? Dann würde ich fast denken, wir bauen hier die Abfallzone hin. Ja, machen wir mal hier hin. Und dann stellen wir ihm direkt den Tisch dorthin und dann wird er sich darum kümmern, ja, ordentliches Baumaterial für uns zu erstellen. Warum was denn jetzt? Schlachttisch, Schneidertisch, Schmiedewerkbank, Bildhauertisch, Steinmetz. Ja, nehmen wir den. Aus Stahl. Er muss jetzt eigentlich nicht aus Stahl sein. Und ich warte mal, ich hätte ihn auch gern Portable. Das heißt, dass wir den nochmal versetzen können. Wo ist er denn? Ich glaube, das ist er. Genau, den stellen wir ihm hin. Dann können wir den nämlich später wieder verlegen. Und 105 Stahl sollten wir auch noch haben. Besser gesagt, warte mal. 105 Stahl haben wir zwar, aber muss nicht sein. Lieber aus Holz. So, das wäre in Ordnung. Gut, dann baut das mal und dann brauchen wir natürlich auch neue Betten. Mensch, da brauchen wir schon jetzt zwei Betten mehr hier. Dann lass mal, ja, vielleicht hier in den Flur einfach nochmal zwei mit reinstellen. Das wäre eine Maßnahme. Dass wir das dann schon mal hätten. Wo ist denn der andere? Ach so, der schläft hier auch im Lager. Gut, das lässt sich aber umgehen. Ich denke mal, ab dem nächsten Tag wird es dann ein bisschen besser laufen. So, wunderbar. Was haben wir denn hier für ein Gestein eigentlich? Das ist Granit. Das ist natürlich ganz nett, weil Granitwände hätte ich gern langfristig. So, hier verlegt ihr schon mal das Dingens, aber das ist halb so wichtig gerade. Also das Bett wäre gerade wichtiger. Machen wir das Holzbett, Penny. Das ist wichtiger. Genau, wunderbar. Und dann nochmal das andere Holzbett. Das wäre auch nochmal ganz wichtig. Jawohl, sehr schön. Gut. So, und dann könntest du eigentlich das auch nochmal machen. Okay, das macht sie sogar freiwillig gerade. Wunderschön. So, da hatten wir das auch schon. Dann haben die erstmal auf jeden Fall Betten bekommen. Und dann muss das Ding hier noch gebaut werden, dass dann er halt auch was zu tun hat. Das wirst du auch mal kurz bevorzugen. Jawohl. Weil sonst kann unser Mo ja nicht arbeiten. Der macht ja sonst nichts. Na gut, er trägt gerade ein bisschen. Das ist auch schon mal was. So, wunderbar. Und dann kann er das hier nämlich direkt anfangen. Wahrscheinlich aber erst ab dem nächsten Tag, das macht aber auch nichts. Produziere für immer und dann ja alles verarbeiten, was natürlich möglich ist. Einzugszone, Quatsch, ja, Einzugszone. Werden wir mal so festlegen, das sollte erstmal reichen vorübergehend. Und dann tun wir ihn natürlich auch dementsprechend einstellen. Handwerker auf 1, du kriegst es dafür ganz raus. Und Mo müsste sich dann darum kümmern. Wenn er da nichts zu tun hat, kann er auf jeden Fall Träger spielen oder Reiniger. Machen wir mal in erster Linie Reiniger und dann Träger. Okay, so das sollte passen. Und genau, da tut er schon mal ordentlich verarbeiten und dann haben wir auch direkt Granitblöcke. Das heißt, wir können dann theoretisch hier die Wände auch nochmal austauschen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Dass wir die Träger gleich richtig hinstellen, genauso wie hier wahrscheinlich. Genau, das wird notwendig sein. Und dann setzen wir die hier nochmal neu, Strukturen. Und bitte einmal aus Granit. Jawohl, das sollte dann in Ordnung sein. Lass mal sie aber trotzdem erstmal natürlich eine Runde schlafen. Das gehört sich auch so. So, es ist noch ein bisschen dreckig hier drin alles, aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt hier die neue Wand rein. Und hier wird auch nochmal. Und das natürlich, wenn es geht, auch bevorzugen. Jawohl, das wird direkt gemacht. Das ist ja perfekt. Und dann natürlich hier unten das gleiche auch nochmal. Warte mal, mach du das mal. Holz wird von Timmy verwendet. Okay, da kümmert sich sozusagen gerade jemand drum. Jawohl, sehr nett. Timmy, baust du das dann auch? Jawohl, sehr schön. Und dann werden wir das hier natürlich auch noch so machen, dass wir das hier nochmal abreißen und dort nochmal aus Granit hinstellen. Sehr gut.
Dann brauchen wir das nämlich später nicht nochmal austauschen. Das ist halt schon mal eine ganz nette Vorbereitung. So, das wird auch langsam. Wunderbar. Da haben wir zwei Solarkollektoren gebaut. Eine Batterie ist auch schon fertig. Und die andere ist noch im Bau. Da fehlt es uns, glaube ich, noch. Nee, haben wir eigentlich genug da. Eisen. Aber, okay, wird bestimmt noch gemacht werden. So, Leute, und damit würde ich mich aber erstmal für die erste Folge von euch verabschieden. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten, wenn es da ist. Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.